Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Landwirtschaft Simulator 2015. Jawohl, weiter mit meiner Wenigkeit in der dunklen Welt irgendwie. Es gibt gleich Gewitter oder irgendwas anderes. Oh, das war... Naja, jetzt ist egal, jetzt können wir auch durchfahren. So, Rüben haben wir gesät. So. Jetzt müssen wir die andere Sämaschine wieder mitnehmen. Umschalten. So, hier einen kleinen Rallye-Reifen hinlegen. Ab geht's. Weil bei diesem Gerät brauchen wir ja keinen Grubber. Daher... Alter Schwede. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der ist am Rutschen, die alte Sau. So, Hackengas. Sehr schön. So. Wir müssen uns so ein bisschen ums Kraftfutter und sowas wieder kümmern. Müssen ja auch uns hier ein bisschen um die Tiere kümmern. Ja, dass man das hier so ein bisschen abkippt, finde ich ja ein bisschen blöd, aber was soll's. Jetzt sag ich, hier geht schon wieder alles rein. Oh, alter Schwede. Haben wir denn schon wieder so viel im Lager? Anscheinend schon. So. Dann möchte ich gerne, dass wir den Schweinebetrieb ja in die Gänge bekommen. Alles klar. Wasser brauchen sie auf jeden Fall. Da hat man gesehen, war halb Lärm. Ist ja jetzt hier unser großes ja, in der Zeit, wo die Sämaschinen immer noch zugange sind, füllen wir ja alles auf. Muss man ja auch mal machen. Können uns ja nicht die ganze Zeit hier auf die Lorbeeren ausruhen. So, das hätten wir auch. Wir hatten die ganze Zeit den Klotz dran. Das funktioniert. Das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Dann bleibt der Klotz halt dran. Achso, bei dem geht das nicht. Ne. Bei dem geht das jetzt nicht, okay? Bei dem anderen Hänger ging das, schade. Okay. Weil, ist ja auch ein gemoddeter. Also daher könnte das da dann gelegen. Hallo. Du sollst jetzt... Ich... Könntest du jetzt bitte mir das Ding da anhängen? Danke. Kleines Afterbaby. Auffüllen.
Sehr schön. Weiter geht's. Kühe, Schafe, Wasser geben. Dann den Schwein. Ob wir uns noch Rinder holen? Gute Frage, ne? Gute Frage, nächste Frage. Hallo, auffüllen. Wir müssen auf jeden Fall beim nächsten Mal uiuiui. War da kein Wasser mehr drin, oder was? Guck mal, wie die angerannt kommen. Wir haben ganz, ganz viel noch über, nämlich ein ganzes Fuder reingegangen. Ja, nicht schlecht, Herr Specht. Was wollte ich denn jetzt sagen? Wir müssen auf jeden Fall beim nächsten Mal Gras mähen. Also ganz normal mähen und dann einfahren. Für die Kühe und Schafe. Und für die Schweine. Für alle. Brauchen wir ja auch normales Gras. Und dann wird sowieso bald Zeit, dass wir uns mal um die Silage nebenbei auch noch kümmern. Aber da müssen wir zusehen, dass wir bald ein Mais mehr bekommen. Und dann damit Silage einfahren statt mit Gras. Dann können wir das Gras nämlich nur benutzen, um den Kühen, Schafen und Schweinen Gras zu geben. Weil der Grashaufen bei den Schafen ist nämlich, mein Gott, ich fahre mir einen Scheiß zurecht, ist nämlich fast leer. Guckt euch das an. Hier ist noch genug drin. Aber ja, darum müssen wir uns dann auch noch kümmern. Also ich sag ja, wenn wir uns jetzt auch noch um die kleinen Rinder kümmern müssen, dann kriegt man hier echt so langsam Schwulitäten. Ja, wir sind wirklich voll ausgeschöpft vom zeitlichen her. Ja, auch aufgefüllt für 6 Tage. So, das haben wir dann auch. Jetzt brauche ich erstmal den großen Trecker. Ich hoffe, dass er vielleicht schon fertig ist. Oh ne, die brauchen noch eine ganze Zeit. Okay, nehmen wir den Deutz. Und hauen uns da vorne das Mähwerk ran. Mit Ladewagen. Und gucken mal, wo wir Gras wegbekommen. Ich hätte erst das Mähwerk holen müssen. Egal. Alter, warum muss man denn jetzt so weit wegstehen immer? So. Ich gucke erstmal unten. Ich weiß nicht, ob da vielleicht schon Gras wieder gewachsen ist. Aber wir brauchen auf jeden Fall ganz normales Gras. Nichts irgendein anderen Schnickschnack, sondern Gras. Für die Schafe. Na, hier hätten wir ja auch schon eine gute Fläche, die man mähen könnte. Aber wir gucken erstmal bei uns aufs Feld. Und da haben wir ja auch noch eine Fläche, die wir schon mähen könnten. Da sind hier ein paar Blümchen. Hier sind Blümchen, dann können wir hier mähen. Sehr gut. So, Gerät wechseln. Anmachen. Und Gas.
Hier könnte man aber auch noch mal Gülle drauf fahren, ne? Dann läuft das etwas besser hier. Weil das so schön ist und hier so viel Gras ist, nehmen wir das natürlich gleich mit. Und dann hier den Berg so runterfahren. So. Nimm das ganze Gras mit. Ey Gott. Ich brauche Gras. Gras, Gras, Gras. Jo, muss das sein. Schon mal für die Schafe wenigstens. Das brauchen wir auf jeden Fall. Ziehen wir hier mal einen dran dann. So. Und dann nehmen wir jetzt hier. Ja, schön, so muss das sein. So muss das sein hier. Nicht schön, aber selten. Ah, komm hoch da, Baby, komm. Was wichtig ist, dass unser Feld von wie aussieht. So. Und das war hier wirklich ein vollen Hänger. Haben, dann sollte das für die Schafe ausreichen. Rüben sind am Wachsen, alle Felder sind bestückt. Dann haben wir gleich auch wieder. Oh, guck mal, da wächst es sogar schon. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Das sieht doch cool aus, oder? Das finde ich schon sehr nice. Ich glaube, wir haben auch gar nichts mehr im Lager gehabt an Gras. Das können wir natürlich später auch noch da reinmachen. Warum nimmt er jetzt dieses Stück da nicht mit? Jetzt, guck mal, da hat er wieder was stehen lassen. Aber der, naja, egal. Das Mähwerk ist eigentlich da, aber ja, will er nicht. Die Schafe hört man hier unten, ey. Wahrscheinlich haben die Hunger. So, unser nächstes Feld sollte gleich auch bestückt sein. Also ich bin echt gespannt, wie viel man da bei diesen Rüben da wirklich runterholt von dem Feld. Weil wenig ist es ja auf gar keinen Fall, was war... Also von der Feldgröße her ist es schon eins der größten mit, die wir jetzt haben. Daher ist das schon ganz okay. Aber der mäht da gar nicht.
Der Ochse. Ah, ja. Mir war jetzt gleich der Hänger voll. Dann haben wir einen Hänger für die Schafe. Ich glaube nicht, dass die alles nehmen. Aber werden wir gleich mal gucken. Na komm. Merkt, der Hänger wird voll. Der Trecker fängt an, in die Knie zu gehen. Ich glaube, nach der Reihe soll er voll sein. Ja, aber die Reihe überhaupt noch schaffen. Aber ich glaube, ich werde das ganze Feld einfahren. Und überall gucken, wo wir was brauchen. Und den Rest dann in den Speicher packen. Das ist ja gerade geil bei dem Mod hier. Oder bei der Karte. Dass du wirklich alles lagern kannst. Sogar Heuballen. Okay, ist voll. Bringen wir den jetzt erstmal weg. Sieht echt gut aus, ne? Richtig alles in Reihe und Glied. Ja, er ist auch fertig. Sehr schön, wir haben alles fertig. Die Felder sind komplett fertig. Sehr gut. Bin ich vollkommen mit zufrieden jetzt. So muss das sein. Nur Wasser hatten wir überall nachgefüllt. Jetzt kommt halt erstmal. Ja, liebe Schafe, ich komme doch. So. Guckt euch das an hier. Ihr kriegt ihr ein volles Fuder vor den Hals gekippt. So. Ach du Scheiße. Das hat sich ja wahnsinnig rentiert. Wahrscheinlich nehmen die Kühe alles. Hey, jetzt aber mal gut hier. Alter Schwede. Ja, da haben wir noch ein bisschen was über. Jetzt bringen wir mal zu den Schweinen. Ich hoffe, dass ich da reinpasse. Wenn ich nicht immer so schnell fahren würde. Auch voll. Na gut. Der Rest ist dann fürs Lager. Ich weiß gar nicht, haben wir da überhaupt schon was drin? Nö. Gras und Heu. Dankeschön. So, wieder mehr hingehen. Ich sage erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten bei Landwirtschaftssimulator 2015. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.